Like this, it's panic. Talk like that, man. You scared the crap out of me. Pack up and move this seat, man. We're still sinking. Shit. I'll get you out of here, Doug. You hear me? How, man? The doors are stuck shut. Shit! This wasn't how it's supposed to happen, Irish. Trekker, take my gun. The fuck are you thinking, Doug? Now. The fuck are you thinking? For the wolf to survive, it's got to chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window. That's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourselves. Get out of here. Get out of here! Fucking bullshit, man, you hear me? Shoot out the window, you all die! Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum ersten Battlefield 4 Let's Play Singleplayer Part. Ja, ich wollte in dem Intro jetzt erstmal ein bisschen still, um euch natürlich die Stimmung nicht zu versauen. War natürlich eine, in Anführungszeichen, ganz nette Szene. Man konnte auch, oder man sieht ja auch an der Stelle, wie wundervoll das Spiel auch aussieht. Was die Grafik angeht, kann man sich überhaupt nicht beschweren und ich muss auch sagen, performance-technisch sieht das alles super aus. Also für die Leute, die in der Beta sehr viele Probleme hatten, die kann ich nur beruhigen. Wer Battlefield 3 an der Stelle auf volles Brett spielen konnte, der wird auch Battlefield 4 zocken können. Das ist eigentlich gar kein Thema. Ich spiele es jetzt auch auf Ultra-Details. Mit rund ja, 85, 90 FPS. Alles im grünen Bereich an der Stelle. Ja, ich werde euch jetzt, dadurch, dass ich einen Trick kenne, das Spiel quasi vorzeitig schon zu aktivieren. Via VPN ist die Möglichkeit. Werde ich euch jetzt erstmal durch den Singleplayer bringen. Lost your tail. Oh. Ease up, Pack. Where the hell you been? After the handoff went pear-shaped, I came straight here. They were Russians, right? Spec Ops, one second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel? Ich hoffe, die Einstellungen mit dem Ton passen jetzt hier auch. Sonst werde ich das in den nächsten Parts ändern. Ja, wenn ich mit den Singleplayer-Teilen natürlich durch bin, werde ich mich voll und ganz auf den Multiplayer konzentrieren. Ich werde auch euch auch nochmal gerne meine Systemkonfiguration unter dem Video posten, damit ihr sehen könnt, was ich hier im System drin habe. Ich habe jetzt nichts Besonderes drin, ich kann es kurz erzählen. I5, den ich auf 4,4 GHz übertaktet habe, 16 GB Arbeitsspeicher, der mit 2000 MHz läuft und eine GTX 670 auf Standardtakt. Everyone good on ammo? Roger. You good, Wrecker? Ja. Gucken wir mal. Ja, ich finde jetzt natürlich ganz geil, dass man immer an diesen Kisten quasi sich neue Waffen holen kann und ausrüstungstechnisch sich immer bedienen kann. Die wird man des Öfteren im Singleplayer sehen. Ich könnte schon die Xbox-Version anzocken. Da kommt unser Buddy, Irish. Ja, muss man erstmal rumverkloppen. Ja, wie man sieht, kriegt man auch im Singleplayer Punkte fürs Killen. Ähnlich wie Multiplayer. Man kann ja jetzt auch an der Stelle alles, was man im Singleplayer freischaltet, kriegst du, glaube ich, in den Multiplayer auch mit raus, soweit ich das weiß. Ja, drauf. Irish, get up here! Anything still moving? Und einen Teil der Waffen kann man halt jetzt schon freischalten in dem Singleplayer. You okay, Irish? I guess it's safe. I'm still so safe. Ja, wunderschöne Lichteffekte, Schatten, Texturen sehen super aus. Also das ist echt Next Gen. So wie ich das erwartet habe. Da DICE auf jeden Fall ordentlich Arbeit geleistet. Und was Schönes auf jeden Fall einem auf dem Bildschirm gezaubert. Die Xbox-Fassung sieht auch nicht schlecht aus, aber sowas muss man einfach am PC zocken. Ich denke, da werdet ihr mir auch recht geben. So. Jetzt kann man dem Squad natürlich Befehle geben. Das werden wir jetzt mal tun. Oh.
Kann man jetzt natürlich immer wieder spotten, die Gegner, und das Squad kümmert sich dann damit rum. Ganz nett. Ich werde nochmal ganz kurz den Ton umstellen, beziehungsweise ein bisschen leiser machen. Dass man mich auch eventuell ein bisschen besser versteht. So. Sollte jetzt besser passen. Den Typen ein Messer kriegen. Na, komm schon. Hier drauf. So, erledigt. Give me a sit rep. Fudged up, but I'm up. No way around. Get down there. Könnten jetzt natürlich noch die Waffe hier aufheben. Das tun wir auch mal. Damit die dann in unserem Ammo, in der Ammo-Kiste dann an der Stelle wieder auftaucht, dass wir die auch auswählen können. So, hier können wir mal Gadgets auswählen. Nehmen wir mal Granatwerfer mit und C4. Everyone okay? Alright, take it. Ja, die Explosion haben sie auf jeden Fall auch auf ein neues Level gebracht. Sieht sehr detailliert hier alles aus. Ich werde natürlich nicht versuchen, die Level zu rushen an der Stelle, weil ich möchte euch natürlich auch so viel wie möglich nur zeigen. Ne? Soll ich ja klar sein. Ah, wundervoll. Wundervolle Weitsicht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Rick, scan the area. That's the building. That's more like half a building. Come on, Rick. Binos are very helpful. Yeah, the two smokestacks. Straight across. You see it, Wrecker? Mal die Gegner hier spotten. You should see the extraction point to the southwest. Damn, Wrecker, nice shot! Moment, Simon. Ja, wer natürlich Interesse hinterher hat, mit uns im Multiplayer zu zocken, kann natürlich gerne schreiben. Da haben wir gar keine Schwierigkeit mit. Mal eine andere Waffe hier einpacken. Mal ein Detonation-Hinweis. Der Marker, wo wir sehen können, wo die Granate ist, an der Stelle. Ja, zack, die Buddy ist auch weggeknallt. Ja, wundervoll sieht die Grafik aus. Einfach ein Traum. Macht Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Also die Xbox-Fassung sieht auch schon nicht schlecht aus, aber die PC-Fassung geht da geht noch einiges mehr. Gerade auch was die Explosion und die Details angeht. Ja, natürlich unglaublich. Ja, der Helikopter ist jetzt nochmal zur Unterstützung von uns hier, wie man sieht. Der dreht seine Runden, okay, und wenn wir den dann Gegner für den spotten, dann knallt er die weg. Copy that. Engage. Cross the yard. Through the
alle immer schön. Oh. Dann weg, weg. Die kann ich mir auch glauben. Zack. Alright, Rekko, you got it. Geholt. Oh, eine UTS-15 freischaltet. Ja, wie man sieht, das mit dem Waffen freischalten geht eigentlich ganz schnell, ja. Sieht natürlich sehr nett aus, wenn die Gegner da erstmal aus dem Fahrzeug rausfallen quasi. Finde ich auch ganz cool, dass man hier die Scopes nochmal so wechseln kann. Auch ganz nettes Feature, aber kennt man ja aus Medal of Honor Warfighter. Ist jetzt auch nichts Neues. Dann können wir nochmal Munition holen, wenn wir wollen. Oder natürlich auch nochmal eine andere Waffe. Hier kann ich nochmal ganz kurz zeigen, was es so jetzt im ersten Step an Waffen gibt hier. Sieht man mal ganz kurz hier eine Anzeige auch, wie der Schaden ist, was für ein Munitionstyp etc. etc. Ist jetzt nichts so Spannendes. Ich glaube, ich bleib bei dem Kit. Ich bei den Waffen. Das sah verdammt gut aus. Das muss man erstmal sehen können. Ich kann euch natürlich auch an der Stelle auch nur empfehlen, immer den neuesten Treiber für die Grafikkarte zu installieren. Gerade für so ein Spiel wie Battlefield, wo man ja auch jeden Frame gut gebrauchen kann. Es sollte so neue Treiber von Nvidia und AMD extra für Battlefield bekommen. Damit da nichts schief läuft, wie bei der Beta. Ja, die sind ziemlich hart, die Kollegen. Mal mit dem Granatwerfer. Ja, einen getroffen. Komm schon, lang nach. Auch die Waffen sehen sehr detailliert aus, also schweinegeil. Glaube ich nicht schaden. Ja. Okay, move. Granate. Ah, verdammt. Lebt denn noch einer? Ja. Ah, die verstecken sich auch ganz gut, die Gegner. Muss man schon sagen. Incoming from the entrance! Oh, da kommt der nächste Haufen. Absolut kein Profischütze. Aber das soll ja auch nicht stören hier.
Zack. Das spielt ja jetzt auch hier keine Rolle. Auch die Texturen hier auf dem Boden, alles sieht super aus. Ich hoffe, das kommt auch in dem Video so gut rüber, wie es jetzt auch im wirklichen Spiel so ist. Licht, Schatten, genial. Wasserdetails sind traumhaft, kann ich nicht anders sagen. Yep. Muss dazu sagen, Battlefield 3 finde ich auch schon super genial, beziehungsweise war von der Grafik auch der Oberhammer. Und die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. This shit is the best way up. It's the fastest. No time to explore any options. Wait till you see the terrace view. Oh, I expect to be blown away. Shut up. Eyes peeled. Ein Aufzug finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ist immer mit Ärger verbunden. Der sieht uns nicht freundlich drüber aus. Wow. Schnell weg hier. Ich hoffe, ich kratze jetzt nicht ab. Wow. Mal gucken, ob wir das jetzt hier nur schaffen. Ich hoffe es eher. Wow, man muss auch schon sagen, was die Inszenierung angeht, da prügeln sich ja Call of Duty und Battlefield ziemlich. Pack inside the Hawkins and the rest of the crew. No one survived that. Get down away from the wreckage. I can't. Ich mag einfach auch den Grafikstil vom Call of Duty eher von dem Battlefield 4 hier an der Stelle eher als von dem Call of Duty. Bin jetzt nicht so der Mega Fan davon. You're gonna be fine, Don. Oh. You're gonna be okay, man. We're gonna get you out. Pack the fuel! Yeah, I know. Stop! Wrecker, cover me! Get out now! Get out! Please, I'll help you. No, please. No, das Feuer sieht unglaublich gut aus. Wie detailliert hier alles ist. Es ist unglaublich. Wrecker, I need your knife! Before Staff Sergeant, gotta cut the leg! Gotta do what? Wrecker, come here! Get over there, Wrecker, I got this. Go! Oh Gott, jetzt müssen wir dem online das Bein abhacken. A wolf stuck in a trap will chew off its own leg to survive. Come on! The bone's powder, just flesh and uniform keeping me here! Do it, cut it now! We gotta go. Is he dead? He's not dead, he's just passed out. You're the combat lifesaver, man. You should know this, Pat. It was like a 3-hour course! Incoming! Down! Motherfucking helicopter. Let's go, immer noch nicht mehr so. Chopper's coming back around, let's go! Hey, these Azerbaijanis are alright, huh? Come on, in! You're gonna be okay, Dunn. You're gonna be okay, we're gonna get you out. You're gonna be okay. It's gonna be okay, right? He's the boss, man. You're damn right it's gonna be okay. Let's go! Wrecker, take the wheel! Ja. Easy, buddy. Bin ich der beste Autofahrer, aber ich gebe mir Mühe. Fortress, this is Tombstone. Our evac is gone. Need another way out. Do you copy? Tombstone, Fortress is tracking you. Secondary extraction en route. Follow the road 3 clicks west. Copy, Fortress, on route. Where's the chopper? Don't know, I'm looking. Shit, my leg.
Ja. Merk schon, dein Bein, dein Bein. Halt durch, Kumpel. You'll be fine. We'll get you home. You're gonna be fine. If the intel we got is right about Admiral Chen and the Russians, none of us is going home. Anyone else here to help me with the bars and Tessie? Just hang it there. Here it comes! Oh, fuck. Not fucking likely. Where the fuck is it? Where'd it go? You see it? Didn't see where the heck it went. Netter Effekt. There, I see it. Get ready. Speed up. Oh, that was too close. Step on it, damn it. Verdammte Scheiße. Jetzt den Ladenstoß verpassen hier. Dieser Wichser. Nein! Hat er mich noch mitgenommen? Scheiße. Dabei sah das so nach dem Treffer aus. Dann fahren wir eben nochmal. There, I see it! Get ready! Speed up! Oh, that was too close. Step on it, damn it! It's lining up! Oh, fuck no! Jetzt aber hier. Ja, wollte schon sagen, ey. Unglaublich. Und ab ins Wasser. Yep. Tombstone retrieved the intel. And in the event of a Chinese military coup, the Russians would be loyal to Admiral Chang. That confirms the report from our asset in China. Ja, was ein unglaublich erstes, spannendes, rasantes Level. The streets of Shanghai, Captain, and the Russians are getting involved. We needed to know for sure. That we had to lock down Suez is delicate enough. One wrong move, we're talking war. You have your orders, Captain. Aye, aye. Steaming towards the east coast of China.